Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Stable Online-Folge. Wir machen weiter mit den Rufquests. Wenn ich richtig ausgerechnet habe, kriegen wir nämlich heute ein neues Rennen dazu. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Heute mal ohne Webcam, kommt frisch aus der Dusche. Haare föhnen, hat jetzt nicht Bock drauf. Und ja, gut, das muss man sich jetzt nicht unbedingt angucken. Aber das ist ja auch egal. Wir machen jetzt zusammen noch die Rufquests hier. Also wer jetzt fleißig dabei ist und jetzt jeden Tag die Sachen gemacht hat, müsste auch so weit sein wie ich. Mindestens am 23.11. das alles freigeschaltet haben mit den neuen Rennen. Ich hoffe mal, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt. Bei mir lief es besser als letzte Woche. Doch, auf jeden Fall viel, viel besser. Dann bin ich auch mal gespannt, was uns Mittwoch erwarten wird mit den neuen Wildwood-Quests, die ja zu haben. Sollte man noch überlegen, ob ich es vielleicht schaffe, das zu oder nicht. Das kommt natürlich darauf an, wann ich zu Hause bin. Aber ich gucke einfach mal, ne? Was sich da so ergibt. So, jetzt noch einmal. Oi. Oh. Dann haben wir hier. Also ich muss echt sagen, bis jetzt gefällt mir Wildwood sehr gut, aber immer noch so ein Manko an diese ganzen neuen Gebiete ist, wo ich mich da auch vielen YouTubern anschließe, ist, sind wunderschön gemacht mit sehr viel Liebe und detailreich, aber es sind einfach viel zu wenige Quests. Ich kann natürlich sagen, ja, aber, ne, aber dieses aber ich sag mal so, aber nach Epona kam irgendwie Epona und dann Dinotal. Ich glaube, dass ich irgendwie noch sowas in Erinnerung hatte. Da war auch nur ein Jahr Pause dazwischen. Und dann kam ja das Dino-Teil mit 200 Quests raus. Das müsst ihr euch mal einfach reinziehen. Die hatten einfach nur ein Jahr Zeit. Und jetzt hatten sie für Wildwoods oder immer für die Gebietserweiterung über 3 Jahre Zeit. Und dann so wenig Quests. Die strecken so ganz schön. Mit kommt erst im nächsten Update in Pipapo raus. Das man sich einfach mal überlegen. Also das ist so mein einziges Manko, was mir so ein bisschen fehlt, dass wir was viel zu tun haben und nicht so, boah, an einem Tag ist wieder alles fertig. Aber gut, wie gesagt, sehr viel Liebe gemacht. Auch die Begegnung mit dem Hirsch fand ich schön und dass wir auch bei der Einführungsquest, wo uns Alonso rumgeführt hat, auch ja, das Embermain, aka Blaze gesehen haben, dass so ein bisschen geheimnisvoll rüberkommt, hat schon was Mystisches an sich gehabt. Also ich muss sagen, daraus kann man noch viel machen. Bin auch mal gespannt, was uns dann am September erwarten wird. Wegen der Mistfall-Serie. Mal gucken, mal gucken. Auch mal übelst gespannt. Und was sich hier noch so ergeben wird und wann wir auch hier die nächste Erweiterung dazu bekommen. Ob wir wieder fast 3 Jahre warten müssen. Oder ob sich da doch was tut. Aber wir hätten auch vielleicht hier noch ein bisschen das Camp ein bisschen mehr aufbauen müssen. Weil es ja schon sehr verwachsen gewesen nur den Frauen. Und so Kleinigkeiten, die ich noch toll gefunden hätte. Aber sonst muss ich sagen, hat sich der Ruf schon erhöht. Da guck mal. Muss ich wirklich schon sagen, das Gebiet ist einfach wunderschön. Das ist ein Träumchen. Träumchen wäre ein Träumchen. Der Floyd kommt wieder durch. also, ich glaube, ich könnte mich einfach nur wiederholen. Das Gebiet ist einfach mega, mega schön. Also, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Warnstein. Der Naturfotos machen. Die Pferde, die auch hiervon kommen, die Urpferdchen hier, die sind auch mega, mega schön geworden. Also, auch wieder so eine Rasse, die mir auch echt mega gut gefällt. So, es kommt noch nicht an meinen Andalusier ran. Liegt aber auch daran, weil ich den Pflegefeld Andalusier in Real Life hatte. Und das ist natürlich immer so ein Unterschied, dass man seine Real Life Pferderasse, egal wie sie im Spiel aussehen mag, dass man die immer top findet. Glaube ich, ganz normal.
Aber ich glaube, das Pferd schleicht sich schon mit dem Fjord zusammen auf Platz 2. Kommt schon recht nah ran. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von den etwas kräftigeren gebauten Pferden. Deswegen ist das schon echt ungewöhnlich für mich, dass ich sowas toll finde. Also ja, mehr der Barockpferderassen, Faber, Tano, Andalusia, vom Körperbau gehört auch noch Knappstruppe dazu. Der Friese ist auch ein Barockpferd. Barock-ähnliche Körperbau haben zum Beispiel auch noch das Fjordpferd, der Haflinger. Die Tano sind auch noch in Villav echt schön. Also, genannt haben. So, Barockpferderassen gibt es ja über alles. Und, aber hier diese ausgedachte Rasse aus Starsiebe selber. Der wirkliche Urpferd. Doch, es hat schon was. Das hat auf jeden Fall schon was. So, das muss man mal gucken. Haben den Ruf erhöht. Ob jetzt irgendwie noch ein neues Rennen dazu kommt? Gar nicht. Wir sind jetzt beliebt geworden. Okay, ich sehe es schon. Kein Rennen, aber gut. Ja gut, ne? Dann war es eine labertechnische Folge. Aber mein Gott, dann ist das nun mal so. Wir können ja bitte noch machen. Vielleicht ein bisschen, vielleicht kriegen wir es ja noch hin, in Nebelfall noch ein paar Rennen zu machen, dass das Pferd auf Level 13 kommt. Baby. Nächstens das. Dann ist es halt mal eine Laberfolge. Ist ja auch nicht schlimm. Ich dachte jetzt echt, dass noch, jetzt, nachdem wir beliebt geworden sind, noch ein Rennen vielleicht dazu kommt. Vielleicht kriegen wir auch morgen erst das Rennen. Wissen wir es nicht. Oder erst bei der nächsten Rufstufe. Kann ja sein, muss natürlich nicht. Wir sind jetzt beliebt, dann kommt noch bewundert. Dann vielleicht zu bewundert. Na gut, aber erst zu bewundert ein neues Rennen. Ah, halt, warte. Wir sind beliebt geworden. Wir machen nicht die Rennen. Gucken mal eben kurz im Shop nach. Jetzt habe ich Schluck auf, super. Was wir uns denn schon kaufen könnten. Können. Komm, gucken wir das doch einfach mal. Kreuz und quer durchrennen. Hier, sondern eben. So. Mit beliebt. Dann können wir uns schon alle eigentlich alles kaufen. Das ist natürlich einfach geil. So. Weil ich fand den Dattel nämlich gar nicht mal so schlecht. Da sind die gleichen Werte. Nur eine englische Trense im Allgemeinen, auch wenn die neuen echt gar nicht mal so schlecht. Habe ich schon lange nicht mehr draufgepackt. Ich bin eigentlich fast nur noch mit Brusa herumgerannt. Die aber ich wollte mir auf jeden Fall den besten Sattel hier noch kaufen, weil ich den echt schick fand. Ja. Zack. Fand ich nämlich noch echt. Oh, guck mal, warte. Einpacken. Eine Jenny. Zu winken. So. Aber ich will einfach mal sagen, ich beende dann auch hier die Folge. Ich dachte jetzt echt, dass noch ein Rennen dazukommt. Vielleicht eine kleine Enttäuschung, aber wenigstens konnten wir uns dafür einen neuen Sattel kaufen, ne? Aber ihr Lieben, ich will mal sagen, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und sei damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.